Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Scrap Mechanic. Your Assi steht da. Das ist nicht irgendwie eine Nachricht an meine Zuschauer oder so. Nein. Das ist einfach nur der Jurassic Park 1992 Ford Explorer mit der Aufschrift Jurassic Park. Das C hat leider nicht mehr auf die Tür gepasst und deswegen ist das dann Your Assi geworden. Sehr schön. Auf jeden Fall müssen wir das Ganze jetzt hier nochmal auf den Lift nehmen, denn es geht nach wie vor darum, die Schienenautomatik zu bauen. Und ich bin auf einem ganz hervorragenden Weg. Wir haben in der letzten Folge schon gesehen, dass es im Grunde genommen eigentlich ganz gut funktioniert mit der Lenkung. Solange bis halt keine Schiene mehr da ist. Aber ansonsten muss man sagen, geht das eigentlich ganz gut. Also ich bin sehr zufrieden momentan. Was wir jetzt noch nicht haben, ist die Lenkung, die ja quasi so ein bisschen gegenlenkt, wenn das Ganze hier zu weit in die eine Richtung gelenkt hat. Ja, das, da müssen wir jetzt nochmal gucken, wie wir das genau machen. Aber eigentlich, wartet mal, ich probiere jetzt einfach mal, wie das ist, wenn ich jetzt diesen Logikblock auf den Controller ziehe und ob das dann vielleicht sogar schon alles funktioniert. Man weiß es nicht. Vielleicht geht das ja sogar dann schon. Vielleicht hätte ich mir diese zwei auch sparen können, diese zwei Logikblöcke. Wahrscheinlich ist das auch genau das, was ihr mir wahrscheinlich schon wieder sagen werdet. Oh, du hättest dir das voll sparen können hier, du hättest das direkt da in den und dann hätte das schon gepasst. Ja, mal gucken. Aber vielleicht komme ich ja noch an einen Punkt, wo ich diese Schaltung dann doch noch brauche. Man weiß es nicht. Jetzt steige ich erstmal wieder ein und warum steige ich eigentlich immer bei der Beifahrertür ein? Kann mir das mal jemand erklären? Weil ich so gerne durchrutsche, deswegen. So. Und dann würde ich sagen, machen wir mal den Motor an und schauen mal, was passiert. Ich bin gespannt. Ja, okay. Aber ihr seht schon wieder, das ist nämlich genau das Problem. Irgendwas war gerade wieder gewesen, dass er an einer bestimmten Stelle nicht mehr gelenkt hat. Ich muss es nochmal logisch durchdenken, das Problem. Ich muss nochmal genau gucken, was passiert. Wir müssen es nochmal genau eruieren, was da jetzt passiert, wenn welcher Sensor ausgelöst wird und wie sich das auswirkt auf die Lenkung. Das muss ich jetzt nochmal prüfen. Also, schauen wir uns das nochmal an. Wenn dieser Sensor sich deaktiviert, können wir ja mal kurz machen hier. Genau, dann wird in diese Richtung gelenkt. Was ist, wenn der andere sich gleichzeitig deaktiviert? Dann haben wir den Status aufgehoben. Dann fährt er wieder geradeaus. Das heißt, wenn beide deaktiv sind, fährt er auch wieder geradeaus. Das soll er aber nicht machen, eigentlich. Oder soll er das machen? Wenn beide deaktiv sind, ist das sinnvoll, wenn er das macht? Können überhaupt beide deaktiviert sein? Das kann doch eigentlich gar nicht gehen, oder? Doch, das kann gehen. Wir brauchen noch einen Failsafe für den Fall, dass er zu weit nach rechts oder links gelenkt hat. Und für den Fall, dass beide Sensoren deaktiviert sind. Aber wie würde man diesen Failsafe herstellen? Man bräuchte nochmal... Moment, ich will da mal gerade noch die Schiene wiederherstellen. Weil ich glaube, das ist nämlich gerade das Problem. Moment, das ist klar. Jetzt lenkt er dahin. Will mal gerade was ausprobieren. Wenn ich jetzt hier die wegnehme, lenkt er dann nach rechts. Ja, genau. Also nach links in dem Fall. Das passt also. Okay. Das haben wir hingekriegt. Die Frage ist jetzt in Failsafe. Das heißt, wir bräuchten eigentlich nochmal zwei Sensoren. Moment. Und zwar nochmal jeweils links und rechts von den beiden, die wir jetzt schon haben. Und die müssten triggern, wenn er zu weit nach links oder zu weit nach rechts gelenkt hat, sodass er mit keinen von beiden Sensoren mehr Kontakt zur Schiene hat. Weil das kann ja durchaus auch passieren. Wenn er zu schnell fährt und zu schnell lenkt, dann rutscht er von der Schiene und dann ist nichts mehr aktiv und dann fährt er einfach nur noch geradeaus. Und das kann ein Problem werden. Dann kann er sich ja im Grunde auch von der Schiene entfernen. Ich werde das jetzt einfach mal testen, ob das wirklich so ist, indem ich die Schiene einfach noch ein bisschen, ja, ein bisschen weiter neige noch. Und zwar brauche ich dazu, da brauche ich diese Blöcke hier. Ich baue jetzt einfach die Schiene noch mal ein bisschen weiter aus. So. Das müsste eigentlich richtig sein, wenn ich das jetzt hier richtig durchdacht habe. So. Leider müssen wir hier ganz schön viel bauen jetzt. Nein, so nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wenn ich das jetzt... Nee.
So, genau. So. So. Ich meine, wenn er hier eine Zeit lang ungelenkt geradeaus fährt, ohne auf der Schiene zu bleiben, zentriert, ist das an sich ja nicht schlimm. Solange er am Ende der Kurve wieder auf die Idee kommt, weiter geradeaus zu fahren oder beziehungsweise wieder richtig zu fahren. Und ich glaube, das wird spätestens dann ein Problem, wenn so eine leicht angewinkelte Kurve wieder in eine gerade Strecke übergeht. Weil dann bleibt er, glaube ich, trotzdem einfach, da fährt er einfach weiter und fährt dann irgendwann runter. Ich glaube, das ist das Problem. Nicht diese Konstellation hier, da kann er sich dann wieder einrenken, quasi. Aber wenn das jetzt hier wieder gerade wird, wenn es hier einfach gerade weitergeht, dann fährt er einfach runter. Das heißt, wir brauchen doch noch einen Failsafe links und rechts. Da kommen wir wohl nicht drum rum. So, und da ist jetzt dann die Frage. Wie? Also, ich würde sagen, der On-State für diese Sensoren ist genau das, was wir jetzt haben. Wir machen die mal auf 3. So. Die in der Mitte stehen auf 2, die stehen auf 3. Ne, Moment, dann sind sie ja immer aktiv, oder? Wenn der Boden jetzt dann da ist, dann sind sie, glaube ich, immer an. Nochmal kurz einen Testlogikblock setzen. Aber wohin? Langsam wird der Platz knapp hier. Schauen wir mal, wenn ich den jetzt nehme und dann einfach mal den Lift lösche, was passiert? Genau, der ist immer an. Dann müssen wir, Moment, dann müssen wir was anderes machen. Mein Hirnschmalz, muss ich vielleicht dazu sagen, lässt mich auch so langsam aber sicher ein bisschen im Stich. Ich kann solche Logiksachen nur eine gewisse Zeit ertragen, dann schaltet mein Hirn auch irgendwann auf Durchzug. Ich glaube, eine Folge schaffe ich noch und dann ist, glaube ich, auch Feierabend erstmal. Dann werde ich mir erstmal abwarten, was ihr mir so für Tipps schreibt. Vielleicht hat es ja schon jemand komplett rausklamüsert und ich kann das Ganze ein bisschen abkürzen zum nächsten Mal, wenn wir das Projekt das nächste Mal behandeln. Mal gucken. Aber jetzt will ich nochmal versuchen, mich selbst durchzubeißen. So, genau, jetzt müsste das doch eigentlich aktiv sein. Genau, das ist jetzt erst aktiv, wenn er so weit abdriftet, dass diese beiden rechts von der Schiene hängen, das heißt zu weit nach rechts gelenkt wurde. Das heißt, das ist jetzt quasi der Failsafe, der schalten muss und dafür sorgen muss, dass das Fahrzeug, wenn es zu weit nach rechts gelenkt hat, wieder ein Stück nach links lenkt. Damit die beiden Sensoren wieder Kontakt haben. Jetzt sehe ich allerdings das Problem. Der erste Sensor, wenn das passiert, wenn der wieder nach links lenkt, der aktiv wird, ist ja dieser hier. Und führt das dazu, dass er wieder in die andere Richtung lenkt, ist die Frage. Nee, kann ja eigentlich nicht, ne? Weil wenn der hier deaktiviert ist, fängt er ja an, nach rechts zu lenken. Nee, das ist schon richtig. Man muss sich das vorstellen wie so eine Sensorreihe. So ein bisschen. Wie so eine Lichtschranke, glaube ich, muss man sich das vorstellen. Und je nachdem, in welche Richtung der Balken wegdriftet, muss sich auch die Aktivierung verschieben, quasi. Und je nachdem, wie sich die Aktivierung verschiebt, verschiebt sich auch dann die Lenkung entsprechend. Ich glaube, so muss man rangehen. Dann versteht man es, glaube ich, auch besser. Dann ist es nicht ganz so verwirrend. So grob gesagt, ja. Und ich glaube, so funktionieren auch die automatischen Steuerungen von Rod, wenn mich nicht alles täuscht. Die haben ja auch eine Sensorenreihe immer vorne dran. Und je nachdem, in welche Richtung dann quasi die Kurve oder die Freilassung abdriftet, verschiebt sich dann ja entsprechend die Aktivierung der Sensoren und dadurch weiß das Gerät dann, ob es nach links oder rechts fahren muss. Ey, darf ich schon mal sagen, wie krass das hier schon wieder aussieht mit den ganzen Knöpfen und Penübeln hier zum Verbinden. Das ist der Wahnsinn hier. So, ich habe nur noch 8 Minuten in der Folge, ne? Scheiße, ich muss mich auch ein bisschen beeilen hier. Genau. Wir haben ja schon festgestellt, dass wir die hier im Grunde gar nicht brauchen, oder? Diese Sensoren da, oder die Logikblöcke, die brauchen wir doch eigentlich gar nicht für irgendwas. Zumindest in der Konstellation, die wir jetzt hier haben, gar nicht. Da brauchen wir sie gar nicht. Dann würde ich doch mal sagen, ich lösche die jetzt einfach mal weg. Und guck mal, ob es dann immer noch funktioniert. Müsste ja eigentlich. Wir haben die ja nicht irgendwie in der Reihe dahinter geschalten oder so. Ich lösche jetzt hier mal spaßenshalber
die Schiene weg. Genau, das lenkt noch in die Richtung. Und das lenkt noch in die Richtung. Ne? Genau. Alles noch korrekt. So. Jetzt setze ich die nochmal. So. Und ich setze die mal woanders hin, nicht dahin, weil dann kann ich nämlich besser unterscheiden, wo das Signal hingeht. Wenn die nämlich so dicht beieinander sind, kann ich das Signal nicht so gut voneinander unterscheiden. Habe ich das jetzt dahin gesetzt? Ja. Okay. Da lassen wir das jetzt so. Okay. Und jetzt ziehen wir erstmal die äußeren Sensoren jeweils auf diese Logikblöcke drauf. So, und wenn der sich aktiviert, ist der hier aktiviert. Wenn der sich aktiviert, ist der hier aktiviert. Und das Ganze... Wie waren die hier nochmal eingestellt? If any of the link triggers are inactive. So, jetzt haben wir natürlich hier das Problem, wenn der sich aktiviert, oder beziehungsweise wenn der sich aktiviert, muss... Wer muss denn jetzt da nochmal schalten? Wenn der hier aktiv ist, heißt das, das Fahrzeug driftet zu weit nach rechts ab. Wenn das Fahrzeug zu weit nach rechts abdriftet, muss eine Gegenbewegung nach links erfolgen. Das heißt, es muss nach links gegengelenkt werden. Das heißt... Gott, ist das eine Kopfnuss. Das heißt, es muss aktiviert werden... dieser Sensor. Also dieser Logikblock. Damit die damit die Lenkung nach links aktiviert wird. Meine Güte, ey. Okay. So, das heißt. Ja, Moment. Dann müssen wir den ja anders einstellen, ne? Da muss der ja aktiv sein oder inaktiv sein. If any of the link triggers are inactive. Die Lenkung aktiviert sich erst, wenn die hier aus ist. Wie ist der hier eigentlich eingestellt? If any of the link triggers are active. Wir müssen einfach nur den hier mit dem verbinden, glaube ich. Nee. Nee, Moment. Nee. If any of the link triggers are active. Are inactive. Müsste der jetzt nicht eigentlich an sein? Genau. So, wenn ich das jetzt dahin verbinde. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es das jetzt schon ist. Wir müssen das jetzt mal ausprobieren. Ich mache das jetzt hier auf der anderen Seite auch gleich mal. Es könnte sein, dass es das jetzt schon gewesen ist, tatsächlich. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Im Moment, wir können das ja ganz einfach testen. Wenn ich jetzt hier in der Mitte die Schiene weglösche, so lenkt er nach links. Ich muss jetzt nochmal austesten, ob die normale Lenkung jetzt funktioniert. So lenkt er nach rechts, genau. Wenn jetzt beide fehlen, beziehungsweise was passiert, wenn das an ist und da in der Mitte noch der rechte aktiviert ist, was passiert dann? Moment, habe ich es jetzt getroffen? Ne, ich habe es glaube ich nicht getroffen gerade. Ja doch, guckt mal, das ist genau das, was da passieren soll eigentlich. Und so wird er sich wieder normal eindrehen. Ich glaube, das passt jetzt. Wartet mal, wir probieren das jetzt mal aus. Wir fahren einfach mal. Ich glaube, jetzt sind wir wirklich auf dem richtigen Weg. Also was heißt auf dem richtigen Weg? Wir haben es eigentlich, glaube ich, schon fast geschafft. Mal gucken. So, jetzt kommt gleich die Kurve. Ja. Ja gut, okay, da hat er es irgendwie wieder nicht gecheckt gerade. Warum auch immer. Da wollte er irgendwie gerade nicht lenken. Das ist jetzt die Frage, warum wollte er jetzt da an der Stelle wieder nicht lenken? Ihr merkt schon, das ist nicht so einfach. Da muss man wirklich ein bisschen um die Ecke denken. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oder um die Kurve denken muss man da an der Stelle ein bisschen, ja. Man muss um die Kurve denken. Ich meine... Es funktioniert bis zu einem gewissen Grad und dann irgendwann sagt er sich, nee, jetzt lenke ich gar nicht mehr und fahre einfach geradeaus weiter. Warum macht er das? Das ist so die Frage. Eigentlich müssen wir das mal klären. Ich mache jetzt trotzdem mal die Kurve nochmal ein bisschen weiter, also ich vergrößere die nochmal ein bisschen, weil ich glaube, das Stück hier hinten, das ist auch ein bisschen zu kurz. Da müssen wir ein bisschen noch mehr hinzufügen tatsächlich an der Stelle. Das ist einfach viel zu kurz hier.
Ich bin gespannt, ob wir fahren das Fahrzeug gegen die Wand. So. Drei Blöcke in die Richtung. So. Und jetzt einfach in die andere Richtung wieder zurückdrehen. So. Das ist leider ein bisschen langwierig hier. Aber gut, ich sollte vielleicht auch demnächst, was das angeht, wieder den Kopiertrick benutzen. Ich glaube, das ist ein bisschen sinnvoller tatsächlich, als jetzt hier das alles so... Dass das jetzt so zu machen hier, wie ich jetzt das hier gerade mache. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt sehen wir ja schon, die Kurve ist eindeutig, geht eindeutig weiter in diese Richtung. Bin mal gespannt. Ich probiere das jetzt nochmal. Ich probiere das jetzt nochmal aus. Wünscht mir Glück. Scheiße, stimmt. Ich muss es ja vom Lift nehmen. Oh Gott, nicht bloß ich die Schiene weglöschen. So. Ich bin gespannt. Starten. Okay. Warum? Frage ich euch, warum? Oder wartet mal. Ich muss mal ganz genau gucken, was da jetzt eigentlich mit den Sensoren passiert. Ich habe nämlich einen Verdacht. Ich glaube nämlich, dass diese Wedges-Blöcke so eine sehr seltsame Hitbox haben, die dazu führt, dass die Sensoren gar nicht wirklich richtig aktiv sind, wie wir das brauchen. Und das ist jetzt auch komisch. Warum? Jetzt haben wir doch gerade das hergestellt, was wir eigentlich überprüfen wollen, oder nicht? Wir haben jetzt hier eine Situation, in der nur die zwei Sensoren aktiv sind, richtig? Also die hier auf der Seite. So, wenn nur die zwei aktiv sind, müsste er doch jetzt eigentlich checken, okay, ich muss jetzt nach rechts gegenlenken. Ich muss jetzt hier in die Richtung lenken. Warum macht er das jetzt nicht? Weil jetzt trotzdem wieder beide Lenkungseinheiten aktiv sind. Jetzt haben wir wieder den jeweils gegenteiligen Fall aufgehoben. Ihr versteht, was ich meine. Wir haben jetzt das Ganze wieder eliminiert. Ich würde sagen, an dieser Stelle ist es erstmal wieder die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Scrap Mechanic. Und dann werde ich mich nochmal daran trauen und das nochmal durchdenken. Eine Folge habe ich in der Woche ja noch Zeit, um das zu versuchen. Und ich werde jetzt mal die Videos schneiden, die ich jetzt schon aufgenommen habe. Vielleicht komme ich ja noch auf die zündende Idee und werde das Ganze nochmal offscreen ein bisschen durchdenken. Vielleicht komme ich dann drauf. Bis zur nächsten Folge Scrap Mechanic. Bis dann, ciao, ciao.